war das auch Atlantis? Die erste Hochkultur war schon vor 16.000 Jahren von den Südafrikanern in der Antarktis. Norbert Nelze, Internationalsozialisten. Anfang des 19. Jahrhunderts erwarb der bayerische König Ludwig die Mumie der Hemutani, Herren der 21. Dynastie, ca. 1000 vor unserer Zeit. Die Mumie ist seither im Bayerischen Museum in München ausgestellt. Zitat Dr. Christine Pelesch. Link 1. 1992 wurde am Institut für Anthropologie und Humangenetik der Universität München ein Forschungsprojekt gestartet, dem F. Barsche, B. Pirsich und die Toxikologin Dr. Svetlana Balabunova vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Ulm angehörten. Aus dem Artikel Die Kenntnis Amerikas, der Arktis, der Antarktis und Australiens auf alten Karten. Link 2 von Dr. Christine Pelesch. Nun konnte Dr. Svetlana Balabanova in den Gewebeproben, in den Haaren und mittels eines Haarschaftstests unumstößlich nachweisen, dass die Altägypter auch Tabak und Kokain zu sich nahmen. Aber das Letzte nur als Medizin. Wie kamen die alten Ägypter zu den amerikanischen Stoffen? Es wurde auf einer karthagischen Münze eine mikroskopisch kleine Weltkarte entdeckt, so dass Dr. Christine Pelesch daraus entnehmen konnte, dass die Karthager schon Amerika kannten und das Kokain, nachdem sie Südamerika umsegelt hatten, in Peru oder den Nachbarländern das Kokain besorgten. Denn es gab ihn nur da und den Tabak aus Mexiko. Sie belegt in ihrem überaus interessanten Buch, dass, Zitat, die Odyssee eine antike Weltumsegelung war, so auch der Titel ihres Buches. Link 3 als E-Book, Link 4 den Vorabdruck ihres Buches Die Kenntnis Amerikas, der Arktis, der Antarktis und Australiens auf alten Karten empfehle ich wärmstens erst zu lesen, denn die von mir daraus gezogenen Schlüsse sind schwer zu verdauen, aber können nur dann verstanden werden. Auch sehr interessant ist ihr Vortrag Die 14.000 Jahre alte Weltkarte. Video, Link 5. Durch das Studium des alten Kartenmaterials kommt die Ethnologin Pelesch zu dem überzeugenden Schluss, dass nicht nur die Karthager schon die Welt umsegelten, sondern auch, dass die alten Karten von der Antarktis mit der Genauigkeit der Längengradmessung, wie sie ja erst in Europa ab 1750 möglich war, als John Harrison, Link 6, die erste seetüchtige Schiffsuhr entwickelte, eine 10.000 Jahre alte Hochkultur angefertigt haben muss. Denn die Antarktis wird dort noch eisfrei dargestellt. Die Antarktis muss eine viel weiter entwickelte Kultur sein als die Kultur in Griechenland und Rom mit einer starken Seemacht. Platon beschreibt über Atlantis so: Zitat Wikipedia: Die Nachfahren des Atlas und seine Geschwister verfügten über ein einzigartiges Heer und eine starke Marine mit 1200 Kriegsschiffen und 240.000 Mann Besatzung allein für die Flotte der Hauptstadt. Zitat Ende. Link 7. Also, sie haben bestimmt sehr gute Seekarten gebraucht. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus,
dass nur vor 100 Millionen Jahren durch die Verschiebung der Kontinentalplatten die Antarktis eisfrei war. Wie konnten dann die eisfreien Karten gezeichnet werden? Also der Fehler muss in diesem Fall bei den Wissenschaftlern liegen. Es gibt ja auch eine Wanderung des Südpols. In einer Phoenix-Dokumentation hieß es, vor 16.000 Jahren war der Südpol im Indischen Ozean und die Antarktis eisfrei. Vor 10.000 Jahren gab es im Norden noch eine Eiszeit. Das Eis reichte bis Hannover und du konntest nach England zu Fuß gehen. Vorausgesetzt, du bist kein Mammut vor den Russen gelaufen. Der Meeresspiegel war damals noch 120 Meter tiefer. Also die Antarktis war vor 10.000 Jahren nach Dr. Christine Pelesch noch eisfrei. Auch die Royal Society geht anhand von DNA-Tests bei den Seeelefanten davon aus, dass es dort vor 10.000 Jahren noch ein warmes Klima gegeben haben muss. Link 8. Die nächsten Nachbarn waren 3.500 Kilometer entfernt, der südafrikanische Homo sapiens sapiens. 170.000 bis 200.000 Jahre alt. Am 14. Oktober 2011 meldet der Spiegel: Südafrika. Forscher finden 100.000 Jahre altes Malwerkzeug. Link 9. Wir wissen, die älteste Höhlenmalerei bei uns ist von El Castillo bei Santander, Bilbao, 40.000 Jahre alt. Wenn die Südafrikaner vor 100.000 Jahren schon gemalt haben, dann könnte da eine Hochkultur schon vor 60.000 Jahren entstanden sein. Lass es 40.000 oder 20.000 sein. Aber sie muss schon uralt sein. Die größte Chance für eine uralte Hochkultur haben daher die Südafrikaner, der erste Homo sapiens sapiens überhaupt, vor 200.000 oder 170.000 Jahren. Nun hat 2012 der russische Offizier Eugen Gavrikov drei Pyramiden in der Arktis beim Auftauen gefunden. Der Wissenschaftsjournalist Joachim Bublatt hat schon in den 1970er oder 80er Jahren in seiner Sendung Abenteuerforschung davon gesprochen, dass es Pyramiden auf der Antarktis gibt. Es war ein amerikanisches und europäisches Team mit 8 Archäologen vor Ort. Sie müssen aber noch weiter die Ergebnisse untersuchen. Bestätigen aber schon, dass es Pyramiden waren. Die Bildzeitung wusste von den Fotos gleich, dass das natürliche Objekte seien. Um ihre Natürlichkeit zu beweisen, wurden sie auf einem Video sogar mit dem Matterhorn verglichen. Aber alle drei Pyramiden sind im Grundriss exakt quadratisch, gleiche Länge und rechter Winkel, exakte Kanten und exakte Spitze. Bei den Pyramiden verlaufen die Kanten nicht mehr genau gerade. Die Erbauer hatten nicht gewusst, dass die Antarktis vereisen wird. Das Wasser dringt in den Stein ein, vereist und sprengt ihn dann auf. Dafür sehen die Pyramiden nach 10.000 Jahren oder mehr doch noch ganz ordentlich aus. Allen Personen, denen ich die Fotos zeigte, außer einem, sagten, dass diese eindeutig von Menschen gebaut wurden. 10:1. Man hat schon die Vermutung, dass sich manche Menschen vor den Konsequenzen scheuen.
Die Menschheitsgeschichte der Entstehung der ersten Zivilisation und der Wanderungsbewegung muss natürlich neu geschrieben werden. Manche reden gar von Verschwörungstheorie. Nun können wir uns schon denken, wer die Pyramiden gebaut hat. Die Ägypter konnten bis 1000 vor nur küstennah segeln. Die Phönizier waren 10.000 vor noch nicht so weit. Die Chinesen oder Inder 10.000 vor, das ist fraglich. Sie hätten auch noch mal vor der 3.500 Kilometer langen Reise in Südafrika Proviant aufgenommen und dabei hätten sie etwas hinterlassen. Es müssen die Südafrikaner gewesen sein. Vielleicht wurde es ja auch in Südafrika kalt wegen der Südpolarverschiebung und sie mussten auswandern. Nun passt auch alles zusammen. Die ersten südafrikanischen Atlantiker mussten vor 16.000 Jahren nach Feuerland ausgewandert sein. Die letzte Feuerland-Indianerin erzählte auch in einer Phönix-Dokumentation, dass in ihrem Stamm erzählt wurde, dass sie vom Süden gekommen sind. Die DNA der östlichen südamerikanischen Indianer stammen im Gegensatz zu den Inkas nicht mit den Asiaten überein, sondern mit den Schwarzafrikanern beziehungsweise den Australiern und schon gar nicht mit den Chinesen oder Indern. Es muss schon eine Hochkultur in der Antarktis gewesen sein, sonst hätte sie nicht so exakte Längengrade für die Piraeiskarte ermitteln können. Diese Kultur mag auch noch die Australier mit angezogen haben, die dann mit nach Südamerika wanderten. Inzwischen scheint natürlich auch bei den Indianern sich asiatisches Blut mit untergemischt haben. Die helleren Gesichter bei den Feuerland-Indianerinnen kommen natürlich von der bitteren Kälte. Sie treibt einem alle Pigmente aus. Die brasilianischen Urwald-Indianer schufen auch große Leistungen, die auf eine Hochkultur hinweisen. Sie entwickelten die Supererde Terra Preta, Lingelf. Die Erde wird mit Holzkohle, Muschelkalk und eigenem Kot vermischt, ohne Urin. Dadurch speichert sie im Gegensatz zu der Urwalderde Wasser und Nährstoffe. Wenn ein Bauer in Brasilien den Urwald fällt für seinen Acker und mit normaler Urwalderde arbeitet, ist die Erde schon nach 4 Jahren ausgelaugt. Denn in der Urwalderde ist nur 1 Zentimeter Humus. Die Nährstoffe zirkulieren im Urwald selber. Terra Preta baut selber einen Humus von 50 Zentimeter auf. Das Gemüse wird um die Hälfte größer. Man fand ein 500 Jahre altes Brot in dieser Erde, das man noch essen konnte. Also in der Terra Preta kann man auch noch ausgezeichnet Lebensmittel lagern. Die Forschungsanstalt Rheinland-Pfalz führt jetzt einen Versuch in Ägypten mit der Terra Preta durch. Dank der Atlantiker bei den Urwald-Indianern können wir jetzt die Ernährungsprobleme der Welt lösen. Als die Portugiesen Brasilien eroberten, lebten dort 10 Millionen Urwald-Indianer. Dazu gehört auch eine gewaltige Infrastrukturleistung. Sie hatten keine Immunkräfte gegen unsere Krankheiten. Deshalb mussten sie sterben. Auf dem Foto sieht die Yanomami-Indianerin doch ähnlich aus wie eine Schwarzafrikanerin.
nicht wie eine Asiatin. Weiter im Norden ist in Kolumbien und Venezuela ein Volk, die Wayu, Link 12, welches auch nicht wie Inkas und Asiaten aussieht, mehr wie Schwarzafrikaner. Die junge Wayu-Frau ist doch eine Schwarze, oder? Link 13.